Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X2 mit mir, dem Shardox. Und wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben auf Ebene 40 der Subbivel-Ebenen. Und ja, ich würde sagen, wir demonstrieren jetzt erstmal diesen Part, das zuletzt erlangte Katzenjammer. So, setzt voraus, dass Rikus HP einfach mal etwas niedriger ist. So, und wie kriegen wir das hin, ohne dass wir sie umbringen? Ja, ist ein bisschen schwierig gerade. So, ist am besten, wenn die Gegner sich halt selber immer kurz angreifen. Oder Riku greift sich aber mal selber an. Huch! Ach! Kann das sein, dass wenn man Katzenjammer erkürbelt, dass man sowieso nur einmal angreift? Statt zweimal? Hey, ich bin gerade verwirrt ein bisschen. Ach so, nee. Gegen Ziele macht man es dann doch zweimal. Wenn man sich selber angreift, nur ein einziges Mal. Wie geht das denn jetzt? Okay, Moment. Lass uns erstmal kurz Yuna hochheilen. Ihr geht's nicht so gut. So, Riku greift dich mal an. So, am besten noch einmal. Oder krieg ich einfach einen Hit ab. So geht's auch. So, jetzt ist sie in Enrage. So. Ein Hit, 9099. So läuft das. So kann man gut das demonstrieren. So, alles klar. Also auch dieser Tomberry hier, der wäre jetzt einfach schnell erledigt. Müssen wir fast nichts machen. Rapidring plus dieses Dings ist halt tot. So, ich hoffe, wir machen auch zwei Hits. Falls wir Gegner betreffen, der mehr als 9090 Leben hat. An sich ist der ist das auch jetzt ziemlich, ziemlich nützlich für das große Turnier Pro, weil ich die Gegner halt viel schneller eliminieren kann. Doof ist allerdings nur, dass ich halt zum Beginn des Kampfes halt immer Riku schwächen muss. Aber an sich können wir uns jetzt einfach hier so durchleatschen. Durch das Labyrinth. Das geht jetzt erstmal ab wie Schmitz Katze. Allerdings, naja, merkt man wahrscheinlich schon die Problematik hierbei. Und zwar, die Kosten sind halt eben geringe HP. Und wir können halt eben mit diesem Charakter so lange nicht agieren. Was auch egal ist, solange der Gegner halt instant tot ist. Und da hat man gerade gesehen. Da hat man es gerade gesehen, tatsächlich sogar. Dass Riku den Gegner nur einmal angegriffen hat. Warum? Warum einmal? Mit Berserker haben wir doch deutlich mehr Dinge. Also, Egal. So, wir springen hier runter. Ich würde sagen, wir probieren es jetzt trotzdem aus mit dieser beim Turnier zu gewinnen, indem wir jetzt Katzenjammer halt eben haben. Ah. Wir können auch einfach mal was ganz Crazyes machen und das Ding da hinten plätten. Setzt voraus, dass wir wenig HP haben, ja. Na gut, alles klar, das können wir einfach mal ausprobieren. Allerdings würde ich gerne vorher noch einen Kampf triggern, um einfach mal kurz Riku vorzuschwächen. Sonst könnte sich das als schwer erweisen. So, Riku. Du brauchst mal einen Hit eben. So, eigentlich bräuchtest du noch einen Hit. Locker easy, ey. Upsala, beten ist natürlich dann in dem Fall nicht so der Burner. So, hau dich mal eben selbst. So, jetzt darfst du. Ich muss jetzt aufpassen bei dem nächsten Kampf. Und zwar nicht Riku zu viel heilen, wobei ich glaube, das schaffen wir nicht mal. Sie so zu viel zu heilen. So, außerdem spielt auch ein bisschen Glück hier mit. Definitiv. Wenn das Ding nämlich jetzt einfach Riku tötet, was sollen wir da machen? Gar nichts, dann sind wir platt. Ja, gut, in dem Fall sind wir halt eben trotzdem tot. Macht jetzt nicht irgendwie so den Braten fett, ne, aber... Ja, dann brauchen die anderen... ja. Ein bisschen mehr HP. So, also. Hier waren wir stehen geblieben, ne? Ja, ganz genau. Ah, gut. Dann, ich kann ja nicht zurückgehen, ne? Das ist... Ah, das ist so ärgerlich. Egal, gut. Dann beenden wir nochmal kurz eben diese Ebene und kehren dann halt eben zurück. Kein Problem. Schaffen wir. So, ja, ich halte ja schon Kreis gedrückt.
So, Fischi, großes Etwas und, ja. Whatsoever. So, eigentlich greifen wir auch mit Berserker zweimal an, sehe ich gerade. Ja. Ja! So, übrigens, coole Pose, Yuna. Gefällt mir. Alter, was ist denn los, ey? Habe ich hier Monsterreif an oder was? Lass mich doch in Ruhe jetzt. Da habe ich doch gar keine Lust drauf, hier mit euch rumzutollen hier. So, ich muss eben checken, was. Und zwar, wenn Pain Riku haut. Das ist nicht genug. Definitiv nicht, nein. Hm, okay. Brauchen wir jetzt irgendwie nämlich eine perfekte Formel dafür? Ja, lol. Lol, 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 lol. Ja, wir müssen Pain mal eben auf die Beine stellen. Das ist halt auch immer so ein Risiko, ne? Dings konstant low zu halten, ist halt auch schwierig, Riku. Während des Turniers, hm. Das ist doof. Nicht optimal. Eieiei. Okay. Okay, jetzt greift sie nur einmal an. So, ist ausgewichen, sehr schön. Ach, und Einschüchtern gelernt, schön. Wovon hängt das zusammen? Ob man nur einmal oder zweimal angriff? Ist ach, egal. Wie auch immer. Zurück zur Oberfläche, ja. Am liebsten würde ich das einfach bei der Dings ausstellen, so dass man sich nicht heilt nach jedem neuen Kampf. Gut, egal. Wir gehen zum Flugschiff. Wir probieren es jetzt aus. Ob wir damit halt das Turnier easier abschließen können. So. Gut, dann kann ich ja erstmal Yuna... Die kann ich einfach wieder Dunkelritter geben. Ich kann eigentlich jeden wieder Dunkelritter geben. So, da es hier wichtig ist, einfach mal ein bisschen Schutz zu haben. Außer ihr. Ja, sie muss damit lernen, umzugehen. Gut. Gut, 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 gut. Oder ich gebe ihr halt am besten Schleife und nicht Yuna. In dem Fall wäre das, glaube ich, besser. Aber was lege ich dann bei ihr ab, ist dann die Frage, ne? Oder was benutze ich dann dafür? Mega. Alles nicht so optimal, alles nicht so optimal. So, machen wir mal Kreaturen-Creation. Kreation. So, dann bauen wir mal eben Monster Arena. Turnierteilnahme. Ja. Ja. So, großes Turnier Pro. So, Siege 4. Ja, unbedingt will ich teilnehmen. Ganz klar. Was glaubst du denn? Ich brauche irgendwas, um meine HP einfach reduzieren. Ultra auf 1. Immer generell auf 1 zu reduzieren. Das wäre schön. Okay, in dem Fall wäre das nicht schön. So, Riku greift dich mal an. Okay, Riku. Okay, das war fast gut. Wie machen wir das am besten? Geben wir. Machen wir erstmal Angriff, Angriff, Angriff. Nein! Ah! Meine Güte, ey, wie kann man so doof sein? Kinnhaken, ja. Wie kann man so doof sein? Jetzt greife ich... Ach. Immer mit dieser Cursor-Position, die sich saved. Normalerweise möchte ich das ja auch. In diesem Fall ist es einfach nur ärgerlich. So. So, du bringst jetzt hier alle um. Right? Right. Meteo! Was? Riku überlebt es noch mit 3 AP? Ich habe gedacht, okay. Sie bekommt aber in dem Fall keine XP dann. Aber ja gut, bekommt sie dann in dem Fall doch. Schön, freut mich, immerhin. So, schauen wir mal. 2 X-Potions natürlich wieder als Belohnung. Okay, jetzt kommt der größte Scheiß eigentlich auf Erden. So, nämlich ist das hier etwas schwieriger zu reagieren, finde ich. Töte Riku. Töte Riku. Ja.
Zu krass. Okay, jetzt kann Rico aber nicht mehr machen als Angriff. Greif an! Nein! Ah! Oh, gegen diesen Dontonberry, Alter. Was soll ich denn gegen diesen Heslon machen, Alter? Ey, das ist so ein verdammter Penner. Ey, das ist echt unglaublich. Wer hat diesen Kackgegner ausgedacht? Hey, ihr bei Square, was ist los mit euch? Was soll ich gegen so einen Kack-Dontonberry machen, Alter? Ich kann doch... Der hat so viel Geschick einfach nur. Boah, Alter, das. Der hat so viel. Oh, ja, Salamander, Alter. Salamander hat einen Tanga, Alter. Das gibt's doch gar nicht. So, Moment. Kräfte sammeln. Ja, sammeln mal deine Kräfte. So, hier, du. Ich weiß. Ich will. Ja, wie soll ich das am besten machen? Hau dich. So, aber bitte hau dich nicht selbst. Sammelt immer noch Kräfte. Ja, gut. Gleich ist vorbei mit Kräfte sammeln. Ah, ich verfluche mich, ey. Wieso achte ich da nicht drauf? Vollkraftschwanz. Ja, du. Schön, dass du einen Schwanz hast. Das interessiert mich ein Scheiß. Weißt du das? So, hier. Sammelkräfte. Hier, nix da. Sammelkräfte. Hauen sie rein. Ich brauche irgend so ein Ding, was meine HP reduktet. Übelst reduktet. Im Prinzip brauche ich ja einfach nur die ganze Zeit ultra wenig HP. So, wie kann ich das achieven? So kann ich das achieven. So, jetzt zack, zack. Pain wird sterben jetzt. Das ist safe. Ist okay. Das ist immer nur so ein Manko, ne? Irgendwie auch an der Sache. Das ist wirklich ein Manko, dass Pain halt auch in diesem Fall immer sterben gehen würde. Aber es geht ja eigentlich nur darum, gerade das Ding hier einfach umzuklatschen. Dieses Turnier zu schaffen. Wir geben alles. Okay. So, wenn du dich selbst haust, ist es natürlich einfacher. So. Hä? Gut. So. Ansonsten Angriff auf Erdwurm, Angriff auf Erdwurm. Dankeschön. So, Rico, du schaffst das, oder? Box den einfach ein paar Mal und dann ist gut. Yay! Guck mal, solche... So, das geht doch jetzt halt dementsprechend halt schneller. Es ist zwar more risky, aber geht schneller. Beziehungsweise ist es ja nicht so viel mehr risky. Okay, das ist jetzt ein Problem. Und zwar direkt. Und zwar, hier braucht ja nur einmal Dings kommen. Und wir sind tot. So, Schwarzding muss ich umbringen. Wenn der Ultima kommt, bin ich tot. Safe. Oha, der lebt auch noch. Na, das ist ein Problem für mich. Ja, das ist ein Problem für mich. Ja. Magie plus. Ansonsten casten die halt auch Ultima. Hin und wieder. Und das ist halt auch dann ein Problem. Na, also klappt das immer noch nicht so gut mit dem großen Turnier. Ich hab zwar jetzt gerade hier in dem Fall Glück. Aber... Komm, mach einfach mal Ultima und klatsch mich weg. Ich sehe schon, dass das so in der Art nicht funktioniert. Ich muss da ein bisschen mir was anderes einfallen lassen. Ach, wir sind hier übrigens gerade in der Endless Loop, wollte ich gerade mal nochmal eben so sagen. Ich glaube, wir kommen hier nicht mehr raus. Aber davor hat man mich schon gewarnt. Ich habe davon im Internet gelesen, dass es möglich ist, in Loops reinzukommen. In dieser Arena. Und das ist halt eine davon. Ja, wenn ich irgendwann mal hier aus dem Tobsucht oder irgendwo rauskomme, dann wird das vielleicht gehen, aber so. Leider nicht. Leider nein. Ultima. Na gut, okay. Endless Loop ist over. Man kann mal mehr, mal weniger Glück haben. Kommt Ultima vielleicht mal sofort. Gut, und dann wäre das hier auch beendet. Ja. Das ist halt krass. Das ist halt krass. So. Gut. Mal mehr oder weniger gut, ne? So, Turnierteilnahme haben wir eigentlich noch was anderes. Kaktor-Turnier können wir alles nicht machen, ne? Solange wir nicht mit dem Kaktor im Team haben.
Gut, also das ist echt zum Heulen hier. Standard, kurz, kurz auf jeden Fall. Kurz ist gut. Gut, dann müssen wir irgendwie uns was anderes einfallen lassen. Wie kriegen wir Rikus HP ständig auf einem Wert, der sehr, sehr niedrig ist, sodass sie direkt angreift? Direkt. Ohne Fragen. Haska verfügbar, das ist schön. Was haben wir denn für Möglichkeiten? So, wenn ich jetzt beispielsweise Dings nutze, hier Blutbefleckter, dann habe ich generell weniger HP, aber immer noch zu viel. Ja, scheiße ist das. Irgendwie will nichts so wie ich will. Ist ein bisschen schade. Egal, gut, machen wir das so. Bane, du kriegst Schütze. So, dann müsste ich ihr wahrscheinlich statt Rapidring dann eine Schleife geben. Dann hätten wir den Kampf vorhin wahrscheinlich geschafft. Allerdings, ich denke mal, wir werden uns jetzt anders beschäftigen. Und ich werde diese Kämpfe halt irgendwie offscreen einfach bewältigen und mir da was ausdenken lassen. Oder, ja. Ausdenken. Wir gehen mal eben kurz nach Gwaldi Salami. Was ist denn hier los? There could be no sweeter melody. It is as if this music delivered the Guado from our unhappy fate. Reviled by all of Spira, most of my people decided to forsake Guado Salam. Those of us who remained until the very end eventually tired of our miserable fortune and fled to Makalania. We went to wither away together with the woods. That is when we met our musical friends. They too were prepared to fade away with their beloved Makalania woods. Yet hearing them perform, I felt a quickening in my blood. I was quite moved. I could not stand by and let such exquisite music be extinguished. After consulting with the other Guado, I decided to bring them home to Guado Salam. Not a single Guado objected. It's been many years since I've seen such solidarity among my people. Surely this music was the salve that healed our weary hearts. Also Trommel geht hier übelst steil auf die Musik. Ein bisschen schon zu viel. Ist ja witzig. Gut, ich muss jetzt mal eben ganz kurz hier jemanden irgendwas anderes geben. So, statt Schleife kriegst du jetzt einmal hier eben Monsterschreck. So, ich finde das ja eigentlich relativ schnell wieder. Ja, wenn ich also Monsterschreck finde ich gar nicht. Sehe ich auch gerade. Wo ist das? So, Trommel, du hast bestimmt noch mehr zu labern. I am quite aware of Lorenzo's hatred for the Guado. If they were to attack tomorrow, I would neither run nor hide. If they asked to talk, I would talk. Were they to take my life, I would give it willingly. Not the Lorenzo. They don't want bloodshed. Right, because they're elders on top of things. That is auspicious news. The Guado, too, must choose a new leader. What about you? Preposterous. I will never be remembered for anything but my service under Lord Giscoll and Lord Seymour. Ah, quit your belly aching! You'd make a fine leader!
You guided us to salvation without any concern for your own safety. You show resolve worthy of a leader. But my strength came from your music. You're wrong. The music only helped you unlock your own inner strength. You really think so? Then I will work these old bones as best I can for my beloved Guado. If you're ever feeling weary, we'll play a song to make you cheery. Episode abgeschlossen. Hey, das ist doch, ja, schöne und interessante Szene. Aber Trommel, du solltest mal vielleicht deine Klamotten wechseln, Digga. Du hast immer noch nach 2 Jahren einfach, also Zeitspanne von FFX und FFX 2, einfach die gleichen Klamotten an. Was stimmt nicht mit dir? Und Brother, das gleiche gilt auch für dich. Zieh dich mal um, du Sack. Und Kumpelchen, von dir wollen wir gar nicht sprechen. Gut, alles klar. Schön, dass die Episode abgeschlossen ist. Das ist zwar irgendwie überhaupt nicht das, was ich mit Guado Salami machen wollte. Das habt ihr euch wahrscheinlich schon fast gedacht. Ich wollte nach Guado Salami. Um natürlich mir ein Scheibchen Salami abzuschneiden. Also weshalb sonst? Dummerchens. Ich wollte da rein, um mir nochmal einen Purpur-Seroin abzuholen, den es hier geben müsste, theoretisch vielleicht noch. We probably shouldn't just barge in like this. If they didn't want us in here, they would have locked the door. Isn't that logic a little backwards? Anything goes for the gull wings. That's for sure. Ja, gut. Das war doch eine demokratische Abstimmung hier gerade, oder? So, hier, wir gehen einfach mal rein ins Zimmerchen. I don't know. Ist kein Problem scheinbar, oder? So. Ich guck mal eben hier durchs Zimmer. Was ist das hier? Das leuchtet etwas da vorne. Das sieht schön aus. Ich will's haben. Gut, ich glaube, hier gibt es soweit erstmal nichts, oder? Schade allerdings. So. Wie geht's dir denn, hä? Lieber Sklave. Nur weil Fräulein LeBlanc nicht da ist, heißt das nicht, dass ihr das Zimmer an ihr auf den Kopf stellen dürft. Na, das nicht, aber ich kann hier einfach wohl rumrennen, oder? Aber wer will hier eigentlich leben? Dieses ganze Gebäude ist doch aus Wurzeln gemacht, oder? I don't know, also für mich wäre das nichts. So, ich will auch eigentlich nur in den Geheimkomplex. So, kann man eigentlich hier rein in diese Tür? Nein. Diese Türen bleiben immer ein ewiges Mysterium. Wir werden nie herausfinden, was dort hinten lauert. So, und ich habe Monsterschreck auch einfach nur angelegt, damit ich hier keine Enemies habe. So, gucken wir mal. Ich habe absolut keine Ahnung, wo hier überhaupt das Spheroid sein soll. Ich hoffe einfach nur, dass er hier liegt. Wenn er hier nicht liegt, dann... Ja, dann habe ich ein Problem. Wartet mal, das war der... Spheroid 4. Ach, da müsste hier sein. Aber wir haben ihn doch eigentlich eingesammelt, oder eigentlich? Egal. Egal. Ich meine, das war trotzdem hier. Fragt nicht wieso. Irgendwie hatte ich das mal, glaube ich, mal gesehen oder gelesen oder wie auch immer. Irgendwas sagt mir, dass er hier mal muss. Oder? Doch. Aber nur wo, ist die Frage, ne? Scheiße, ne? So, aber nicht hier. Das war doch das mit den Fallen. Also, aber wenn ich hier... Wo dann? Oder? Oder? Komm, lass uns noch ein bisschen rumlaufen. Gehen wir mal nach links. Vielleicht ja hier in diesem Raum. Guck mal, da ist sogar eine Truhe. Aber ist da nicht, glaube ich, ein Kaktor drin? Ah, nee, ein Gewaltenring, okay. Vielleicht... Hatten wir hier schon nachgeschaut? Das ist schon ewige Parts her wahrscheinlich, dass wir hier rumgelaufen sind. Was haben wir da? Aha! Purpur-Spheroid 4 erhalten. So. Leider wird uns nicht mal angeboten, das Ding anzugucken. Das finde ich ein bisschen schade. Okay. Also hatte ich mich doch dann nicht verlesen. Das ist irgendwo hier im geheimen
in einer geheimen Zone gewesen. Und ja, Monsterschreck kann erstmal anbleiben soweit. Wir gehen nochmal eben aufs Flugschiff drauf, schauen uns sogar selbstverständlich noch diesen Spheroiden an. Und im nächsten Part wollen wir aber mal zum Funkusboss kehren und mal schauen, was passiert, wenn wir da unten hingehen und alle 10 Popus-Spheroiden tatsächlich verwenden. Ich bin gespannt. So. Super Sphero-Sammlung. So, ich zeig mal den 4. Ich will mal sehen, was drauf ist. This is the final exercise. We have reports of something extremely dangerous inside this cave, but we lack more detailed information. We're to eliminate it? No, you are simply to investigate. Report your findings back to me. Those who return here alive will become formal members of the Crimson Squad. Sir! There aren't enough weapons for all of you. Claiming a weapon for yourself will be part of this exercise. This is it, gentlemen. You have your orders. Begin! Also mir sieht das ja stark nach aus, als ob das eine Gehirnwäschehöhle ist. I don't know, aber irgendwie in diesen Popus-Spheroiden ist immer jemand übernommen von irgendwen. Keine Ahnung, was das jetzt für ein Geräusch war. Gut, egal. Wir werden im nächsten Part dahin gehen und gucken, was das für ein crazy Shit dort ist. Aber zunächst einmal, ihr wisst Bescheid, erstmal ein kleines Päuschen. So, Däumchen wären Träumchen, ne? Wisst Bescheid, haut da rein und bye bye. Genauso wie Tau bye bye, ne? Wisst Bescheid.